Also, was mir auffällt, ist, dass wir in... Ich bin Joshua und ich spreche jetzt mein eigenes Bild. Was mir auffällt, ist, dass wir in einer Welt leben, in der sehr, sehr, sehr viel manipuliert wird. Das ist nichts Neues, das wissen wir wohl alle. Und es ist auch so, dass sehr viele Menschen eine Maske jeden Morgen anziehen, wenn sie rausgehen, wenn sie Menschen anschauen, wenn sie auf der Arbeit sind. Wenn wir in die Bank gehen, um Geld abzuheben, werden wir angelächelt. Aber nicht, weil die Menschen uns etwas Gutes wollen, sonst würden sie da wahrscheinlich nicht arbeiten und sich einen anderen Job suchen, sondern weil sie da Geld verdienen. Das ist der Service. Sie suchen die Bestätigung in den Menschen, die ihnen geben, was sie brauchen, wie Tiere. Wenn man irgendwo, also ich habe eine Katze, wir haben bei uns in der WG eine Katze, das ist nicht meine, und die kommt immer und ist immer super niedlich, wenn sie etwas essen möchte. Und genau so verhalten sich, denke ich, einige Menschen. Aber wo suchen wir wirklich unsere Bestätigung? Weil wenn wir in unserem Inneren unsere Bestätigung suchen, in dem, was wirklich einen göttlichen Ursprung hat, was nur wir kennen in unserer Intuition, dann dienen wir nicht fremden Menschen, wir sind nicht fremdgesteuert, sondern wir handeln aus unserer eigenen Überzeugung. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir uns selbst hinterfragen, jeden Morgen, ob wir wirklich für uns sind, ob wir wirklich ehrlich zu uns selbst sind oder ob wir eine Maske anziehen, um vor anderen eine Show zu spielen. Weil in den Medien, überall, in den Radiosendern werden wir täglich wird uns vorgeführt, wie Menschen sich verstellen. Also wenn wir einfach mal schauen, wie das abläuft mit diesen ganzen Models. Wir sehen überall irgendwelche Plakate, wo Frauen lachen und grinsen und dann steht da irgendein Slogan von irgendeiner Firma, die viel Geld dafür bezahlt. Wo ist halt der Zusammenhang? Wenn Geld uns regiert und nicht unser inneres Wesen, nicht das Göttliche, nicht das, wofür wir wirklich leben wollen und was wir wirklich lieben wollen, wenn wir die Liebe nicht zu uns selbst finden in der Wahrheit, dann sind wir verloren. Das denke ich wirklich. Und ich glaube, wir müssen es teilen mit anderen. Alleine können wir es nicht behalten. Und deswegen danke ich euch, dass wir hier sind.